Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Elektrisches Feld und Schaltungen mit Kondensatoren ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir den Tiefpass gemacht und da habe ich schon erwähnt, es gibt einen Hochpass. Ja? Auch ein Hochpass kann mit einer RC-Kombination realisiert werden. Ja? Und ich habe das da jetzt einmal aufgezeichnet. Ich meine, ich habe das zwar noch nicht hingeschrieben. Es ist keine große Überraschung, weil ich das R und das C umdrehe. Wie soll ich es denn leicht sonst kombinieren? Ja? Das Ding heißt Hochpass. Okay? Also da haben wir einen Hochpass. Da geht es nicht um einen Großglockner oder sowas, ja? Sondern dass hohe Frequenzen passieren dürfen. Jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie so ein Hochpass funktioniert. Okay? Schauen wir uns das an. Sagen wir, das ist einschalten. Wir waren lange ausgeschalten. Der Kondensator ist entladen. Die Ausgangsspannung ist 0. Ja? Also wir haben hier, die zeichne ich jetzt wieder grünen, Ausgangsspannung 0. Ja? Was passiert jetzt, wenn ich hier plötzlich einschalte, das UE? Okay? Dann rinnt hier, also bitte, ist wieder ein Spannungsteiler von UC und UR, ja, und da der Ausgangsstrom IA ist wieder 0 Ampere. Ja. Aber da haben wir natürlich einen I und der I ist am Anfang ja, so groß wie möglich, also nur durch das R begrenzt. Das heißt, das UC ist 0, ja, zeichnen wir uns das UC ein. UC ist 0 Volt zu Beginn und wenn man da die Masche überlegt, ja, wenn das 0 Volt ist, muss UA gleich UE sein. Das heißt, unser UA springt praktisch im ersten Moment gleich einmal rauf. Ja, das sieht man da jetzt nicht, wie ich das einzeichne, aber wir sind hier. Ja, wir springen hierher beim Einschalten. Dieser Strom, der hier rinnt ja, und hier auch das UA über den Widerstand erzeugt, der lädt den Kondensator auf. Haben wir eine kleine Zeitkonstante Tau 1, ja, so wird sich der Kondensator relativ schnell aufladen und das UC wird größer werden, im gleichen Maße sinkt das UA. Das heißt, das wird so irgendwie ausschauen. Okay. Und irgendwann ist eben UC auf UE aufgeladen und dann bleibt da nichts mehr über und dann sind wir da auf 0. Okay. So schaut das also aus. Was passiert jetzt, wenn ich das wieder ausschalte? Buck, also wenn da 0 Volt ist. Jetzt ist da 0 Volt. Ja? Das UC hat sich ja nicht geändert. Das ist ja aufgeblasen gewesen auf die Eingangsspannung. Ja? Das heißt, da habe ich nach wie vor die gleiche Spannung, die ich vorher da gehabt habe. Jetzt drehe ich das an. Jetzt springt mir dieser Punkt da. Ja, natürlich genau um diesen Betrag nach unten. Das heißt, da springe ich genau um das, was der Kondensator aufgeladen ist, back, springe ich nach unten. Und jetzt, wenn ich mir hier hinten vorstelle, kurz geschlossen praktisch, die Spannungsquelle, der dann 0 Volt ist, dann rinnt da der Strom und entlädt meinen Kondensator. Ja, wieder mit der gleichen Zeitkonstante und wir kommen irgendwann zu 0 Volt wieder. Der wird über den R da entladen. Fertig. Und dann sind wir praktisch wieder am Anfang. Dann schaut das immer wieder so aus. Schaut das immer wieder so aus, dass das hier nach unten fällt. Okay. Mit einer gewissen Zeitkonstante. Da in dem Moment springt es auch wieder nach unten. Geht wieder nach oben. Und so weiter und so fort. Ja. Das ist gleich von Anfang an eingeschwungen. Das heißt, selbst nach einer längeren Zeit schaut das nicht anders aus. Man springt nach unten da, geht dann nach oben. Das schaut haargenauso aus im eingeschwungenen Zustand. Okay. Ich hoffe, dieses Verhalten ist klar. Was wir sehen an und für sich ist, dass sich steile Flanken, eine Flanke nach unten bleibt eine Flanke nach unten.
eine Flanke nach oben bleibt eine Flanke nach oben. Das heißt, die Sprünge, die bleiben im vollen Umfang erhalten. Was verschwindet an und für sich, sind diese flachen Stellen. Beim anderen haben wir gesehen, da verschwinden ja die Flanken und die flachen Stellen bleiben. Das ist typisch, weil in Flanken, bitte, in steilen Abschnitten, sind hohe Frequenzen drinnen. Ja, stellen wir uns eine hohe Frequenz vor, da sind diese Wechsel relativ steil. Stellen wir uns eine niedrige Frequenz vor, da sind diese Wechsel relativ langsam. Das heißt, eigentlich hier haben wir, wenn man sich das so vorstellen will, Kurzfrequenz unendlich, ja, für die Schaltung. Das weiß ich nicht, dass es nachher aufhört. Und da haben wir Frequenz 0. Das heißt, diese Frequenz unendlich, buck, geht voll durch. Ja, und die Frequenz 0, die klingt halt langsam ab. Der Nachhall der Frequenz unendlich verschwindet dann langsam. Ja? Also so schaut das aus. Ja? Wenn ich jetzt wieder eine andere Zeitkonstante hernehme, die etwas größer ist, ja, Tau 2, na, dann wird es da halt langsamer geladen und der Ausgang schaut dann entsprechend so aus. Ja? Aber im Endeffekt sobald wir diesen Punkt erreichen, ja, wird das wieder so ausschauen, nur halt diesmal langsamer nach oben. Ja. So irgendwie hundertprozentig ist es nicht, aber es soll ja nur eine qualitative Skizze sein, ja, dass man das ein bisschen versteht. Ja. Also das wäre praktisch mit einer langsamen Zeitkonstante und dann passiert einfach dieses Umladen hier langsamer, solange wir eben hier den Wert 0 erreichen, schaut das alles gleich aus. Dann haben wir wieder eine neuerliche Zeitkonstante Tau 3. Was ist, wenn wir jetzt nicht den Wert 0 erreichen? Was passiert denn da? Sagen wir, gehen wir da nach unten. Und wir erreichen halt nicht den Wert 0, weil wir schon abschalten. Okay? Jetzt ist das, was das aufgeladen wurde, das aufgeladen, das, um diesen Bereich ist das aufgeladen worden und das geht da nach unten, aber von Null weg. Das heißt, ich springe praktisch bis daher. Es ist wieder, der Sprung ist wieder voll vorhanden, nur springe ich halt nicht ganz oben, sondern weil ich von da oben wegspringe. Ja? Aber der Sprung, die Sprunghöhe selbst ist voll vorhanden. Ja? Weil ich springe, logisch. Ja? Und jetzt dreht das um. Jetzt wird das langsam wieder aufgeladen hier. Ja? Jetzt starten wir da ein bisschen weiter oben schon. Okay? Und springen halt nicht mehr bis ganz nach oben. Ja? Jetzt wird das da wieder entladen. Sind wir vielleicht ein bisschen weiter unten dieses Mal wie hier, ja, und springen dann ein Stück weiter runter. Ja, dann schaut das so aus. Ja, und irgendwann haben wir eben einen schönen eingeschwungenen Zustand erreicht, ja, wo wir mit unseren Spitzen im Endeffekt immer so symmetrisch hin und her springen. Ja. Wichtig ist, die Sprünge bleiben im vollen Umfang erhalten. Bleiben im vollen Umfang erhalten. Jetzt bin ich da ein bisschen zu weit aufgekommen. Ja, ich glaube, man kann sich's vorstellen. Ja. Im eingeschwungenen Zustand. Was passiert, wenn ich noch einmal wieder eine längere Zeitkonstante verwende? Ja? Und wenn wir das noch einmal langsamer entladen, da bis daher in etwa, ja? Dann springen wir genau diesen, springen wir daher, ja? Dann wird das da entladen, ja? Jetzt sind wir halt um das weiter runter, springen wir nochmal bis da rauf, ja, geht's da langsam nach unten, kommen hier ein Stückchen weiter nach unten, ja, und so weiter und so fort. Das heißt, am Anfang werden wir wieder so ein Einschwingverhalten beobachten, ja,
und dann sind wir irgendwann eingeschwungen und dieses Mal sind wir halt, machen wir einen Fingerbreit, ja, ungefähr, wenn wir da immer gleich sind. Dieses Mal wird dieses Herumgezapple hier im eingeschwungenen Zustand, wenn ich das so nennen darf, eben flacher sein. Ja. Aber der Sprung bleibt nach wie vor im vollen Umfang erhalten. Ja. Der Sprung bleibt im vollen Umfang erhalten. Und jetzt zeichne ich nur mal die letzte, weil wir das letzte Mal auch mit vier Zeitkonstanten, halt fünf Zeitkonstanten, Tau 5, scheiße, 2 mal 3, Tau 4, hallo. Ja, noch flacher, ja, hier, dann geht es halt da noch wieder nicht so weit nach unten, hier noch flacher und auch hier beobachten wir ein langsames Einschwingen im Endeffekt, gell? Und im eingeschwungenen Zustand, na, jetzt machen wir es halt dann nur mal flacher. Es wird immer weniger, geht hier nach unten, geht so flach rüber, ja, bin ich schon ein bisschen weit unten da, geht so flach rüber, geht da flach rüber und so weiter, immer flacher halt, da muss ich da unten weg, ja, das ist ein Blödsinn, muss ich da unten weg, immer flacher wird die Sache, ja. Und wie schaut es eigentlich im Extremum aus, ja? Wenn die Zeitkonstante richtig groß ist, ja, dann schaut es nämlich so aus, dass ich hier praktisch in der Hälfte, ja, fast gerade umgehe. Okay. Immer in der Hälfte von diesem Ding gehe ich, sollte die Hälfte sein, also hier netto, in der Hälfte gehe ich hinüber, aber die Flanken bleiben erhalten. Okay. Das ist da 6, sehr groß. Die Flanken bleiben erhalten, im Eingeschwungen. Da kann ich es nicht einzeichnen, weil es geht nur sehr langsam, der Einschwingvorgang. Ja. Aber so würde das nachher aussehen. Also was hier weg ist an und für sich, die Form ist ja genau gleich, ja, wie dieses Pulsieren hier. Und was hier weg ist, ist an und für sich der Gleichanteil. Und man kann sich das vorstellen, das ist eine Schwingung und überlagert ist so ein Mittelwert, ein Gleichanteil. Und der wird da weggefiltert. Was überbleibt, ist nur die Schwingung. Okay? Hochpass. Auch hier gibt es wieder eine Grenzfrequenz. Und die Grenzfrequenz Omega G ist natürlich hier genauso definiert. 1 durch Tau, das ist 1 durch RC. Ja, Grenzfrequenz, das heißt genauso wieder. Gut. Und was ich hier jetzt hergezeigt habe, qualitativ auf meinen, wo ich mich da ein bisschen giert habe, was ich hier qualitativ hergezeigt habe auf meinen Zettel, das schauen wir uns jetzt am Computer auch noch an, wie das wirklich ausschaut, weil der rechnet das ja genau über, in meiner schönen, tollen Excel-Tabelle. Schauen wir uns das an. So, also, herüben beim Computer sehen wir wieder meine Tabelle, ja. Dieses Mal sehen wir als UA eben die Ausgangsspannung eines Hochpasses und wir haben hier gleiche Frequenz wie das letzte Mal im letzten Video, ja, also 0,5 Hertz und die Zeitkonstante ist diesmal 0,1 Sekunden und dann schaut es halt so aus, wie das ausschaut da. Okay? Genau so, kein Kratzer. So wie wir es erwartet haben, wir sind hier bitte bei der Zeit 0, das heißt beim Einschalten, das ist der Einschwingvorgang, es gibt keinen Einschwingvorgang. Ja? Wenn ich die Zeitkonstante jetzt verdopple, 200, ja, dann sehen wir da am Anfang vielleicht ein bisschen, wir kommen nicht mehr bis ganz runter, wir springen auch hier nicht mehr bis raus, es gibt vielleicht etwas einen Einschwingvorgang, aber der ist noch nicht, der ist noch nicht da, also das sind 0,2. Ja, schauen wir 500.
Aha. Ne? Das schaut jetzt so aus, man kann den Einschwingvorgang noch immer nicht erkennen, weil es eigentlich, vielleicht kann man ja ahnen, dass dieser Punkt hier etwas über diesen Punkt liegt, ja, aber es geht relativ flott, zackig dahin. Ja. Hinten sind wir schon auf alle Fälle synchron. Machen wir 1000, und wir da schon was sehen. Ah, hier sehen wir schon etwas. Gell? Die erste Spitze geht bis ganz nach oben. Kondensator lädt, geht nach unten, aber halt nicht sehr weit. Endlädt der Kondensator. Und da sehen wir, die zweite Spitze geht schon weiter nach unten, weil die nicht mehr so weit nach oben geht. Okay? Also da sehen wir schon einen Einschwingvorgang. Warum sage ich diese Einschwingvorgänge eigentlich immer hin? Weil normalerweise sieht man immer den eingeschwungenen Zustand in irgendwelchen Bildern. Ja? Und ich habe mich immer gefragt, wie schaut das aus beim Einschalten? Gibt's ja nicht. Ja? Aber es macht halt kurz irgendwas und dann ist es eingeschwungen. Ja? Dass wir sehen, wie schnell das Einschwingen geht. Schauen wir uns die doppelte Zeitkonstante nochmal an. Da ist es ganz eindeutig. Ja? Also es dauert halt ein paar Schwingungen, bis das eingeschwungen ist. Ja? Schauen wir uns 5000 an. Ja? Da sehen wir es wieder. Ja? Dieses Mal sind wir noch gar nicht fertig mit dem Einschwingvorgang. Also wenn wir bei minus 8,5 schauen, so schaut das nachher eingeschwungen, noch nicht einmal hier. Wir sehen, dieser Knick, der wandert immer weiter nach unten. Ja? Aber was im Endeffekt rauskommt, ist genau das, was ich hergezeigt habe, dass das halt hin und her schwingt und den gleichen Teil, der da in diesem Fall ja bei 0,5 Volt liegt, wegbügelt und hier eigentlich, was überbleibt, sind nur mehr die Wechsel, der Wechselanteil heißt das. Okay, also nur mehr das hin und her bleibt über, der Mittelwert weg. Warum bleibt das hin und her über? Weil das hin und her ist gegenüber dem Mittelwert eine hohe Frequenz. Eine hohe Frequenz darf durch den Hochpass durch und eine tiefe Frequenz, was der Mittelwert ja ist, das ist einfach ein Verschmieren des Hin und Hers über einen langen Zeitraum, also eine sehr tiefe Frequenz, der ist weg. Okay. Das ist also der Hochpass, eine weitere Anwendung. Kann ich verwenden, um irgendwelche tiefen Störungen aus meinem Signal herauszufiltern, wenn ich das will. Oder zum Beispiel Gleichtaktstörungen. Manchmal ist die Information in dem, wie schnell es hin und her geht oder in dem, wie hoch das hin und her geht, ja, oder so irgendwie. Und diese überlagernden Gleichspannungen, diese überlagernden Gleichanteile, die sind eigentlich schlecht, die will ich gar nicht sehen. Dann kann ich einen Kondensator da dazwischen schalten und dann ist weg. Ja. Gut, ja. Das war die letzte Anwendung des Kondensators, die wir durchmachen hier. Ja. Hochpass. Damit sind wir auch am Ende der Videoserie über das elektrische Feld. Ja. Elektrisches Feld, Jack, abgehakt. Was jetzt kommt? Es gibt untrennbar mit dem elektrischen Feld verbunden, normalerweise ist das magnetische Feld. Das ist auch unser nächstes Thema. Magnetisches Feld. Magnet, hat das was mit Elektrotechnik zu tun? Oh, ja. Was es mit Elektrotechnik zu tun hat und warum und wieso und dass Magnetismus und Elektrizität eine Einheit bilden, Elektromagnetismus, das werden wir in einer neuen Serie an Videos, in einer nächsten Serie an Videos sehen, ja, die ich natürlich wärmstens ans Herz lege, das magnetische Feld. Ja. Für dieses Mal sage ich vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.